Jo, hallo, mein Name ist Levinator, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich habe einen Text bzw. eine Rede geschrieben über ein Thema, das mir persönlich im Herzen liegt, was für die Zukunft definitiv wichtig ist. Es geht um die Umwelt, Umweltschutz und meine persönliche Zukunft, vielleicht auch eure persönliche Zukunft. Ich beginne da einfach mal. Hallo Welt, ein sehr bekannter Satz für alle, die jemals Programmieren gelernt haben, dank der Digitalisierung. Ein Privileg, das viele Leute auf diesem Planeten genießen können. Ein weiteres Privileg ist der wirtschaftliche Status, den die Bundesrepublik Deutschland derzeit innehat. Wie schön wäre es, wenn auch ich mit meinen 19 Jahren diese Privilegien noch genießen könnte, noch lang genießen könnte. Also dann, wenn ich eine Familie gründe oder gegründet habe, dann, wenn man angekommen ist im Leben, seinen heranwachsenden Kindern die Welt zeigen, ihnen ganz nebenbei Werte und Normen vermitteln wird. Fleisch wird eine Rarität sein, außer es ist aus dem Labor. Natur muss ich ihnen als Gefahr beibringen, da diese sich wehrt. Sie wehrt sich heute schon und straft den Menschen mit schlechten Ernten ab. Aber das ist ja nicht so schlimm, solange es einen selbst nicht betrifft, richtig? Nein, wer so denkt, hat schon verloren und muss dringend auf den richtigen Pfad gebracht werden. Denn als ich Kind war, war es normal, auf den zugefrorenen Kanal zu gehen? Schnee und Winter gehörten in fast allen Teilen Deutschlands zusammen. Also Schnee, der liegen bleibt, kein Schnee, der nur fällt, um am Boden zu verschwinden. Kennt es. 300 Liter Regen pro Quadratmeter kannte ich aus meiner Kindheit auch nicht. Schüler, die nicht in die Schule kommen, weil ihre Gemeinde überflutet ist, fernab eines jeden Gewässers liegend, lediglich kleine Rinnsale, die Ortschaft durchfließen, das kann nicht normal sein. Das bemerkt man, egal in welchem Alter man ist. Sommer, an die die Binnenschiffe lahmlegen wegen Trockenperioden, Hitzewelle als Unwort des Jahres. Irgendwas ist daran seltsam und passt nicht. Ich selbst nehme mich nicht aus, wenn ich daran denke, wie mein ökologischer Fußabdruck aussieht und auch sah, diesen zu messen und der größere Gewinn. Ja, das ist meine Jugend gewesen. Leute dafür anzetteln, dass sie kein Fleisch essen, ja, das war ich auch. Flugzeuge kenne ich auch nicht nur von unten und außen. Aber ich habe nachgedacht, dass wir nur einen Planeten haben, ist bekannt. Wir gehen mit ihm aber nicht so um, als ob es so wäre. Wir werden dafür verantwortlich gemacht werden, wie wir diesen Planeten hinterlassen. Und im Gegensatz zu ein paar Persönlichkeiten aus der Geschichte wird von vielen von uns ein ganzes Leben als Biografie hinterlassen. In sozialen Netzwerken zum Beispiel. Biografien, die davon zeugen werden, wie naiv wir doch sind und waren. Als mein Religionslehrer mir in der Grundschule davon erzählte, dass Brandenburg in 100 Jahren am Meer liegen wird, habe ich dieses Denken nicht geteilt, fand es bescheuert. Aber ich habe mir diesen Satz behalten und diese Vorstellung fand ich gruselig, sehr gruselig sogar. Der Film von Al Gore hat mich ebenso geprägt. Ein anderer Religionslehrer hat mit diesen gezeigt, beziehungsweise hat uns diesen gezeigt. Eine ähnliche Wirkung hatte diese auch auf mich. Doch erst vor einem halben Jahr habe ich selbst Initiative ergriffen. Hoffentlich nicht zu spät, kann ich nur sagen. Meine Ernährung umgestellt, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für unseren Planeten. Ich kann nur die Bitte an euch äußern, denkt über euren Konsum nach und tut etwas. Jeder Schritt, sei es alleine nur, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Generation nach euch werden es euch danken. Vielen Dank fürs Zusehen und noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.